Forscher der Universitäten arbeiten mit CarbonMeta Technologies an der sauberen H2-Technologie. Akademiker der University of Oxford und der University of Cardiff arbeiten mit CarbonMeta Technologies an einem Projekt zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in Wasserstoffbrennstoff. Der Output soll sauberes H2 sowie hochwertige Kohlenstoffnanomaterialien sein. Die Forscher verwenden die Technologie der Mikrowellenkatalyse für das Projekt Waste to Hydrogen Fuel. Diese Technologie beinhaltet die Verwendung von speziell entwickelten Mikrowellengeräten der University of Oxford. Damit will CarbonMeta hochwertige Produkte für die Industrie generieren. Dazu gehören H2 3500 Pfund Sterling pro Tonne, Graphit 600 Pfund Sterling pro Tonne, Graphen 100.000 Pfund Sterling pro Tonne und Kohlenstoffnanoröhren 100.000 Pfund Sterling pro Tonne. Um eine Tonne Kunststoff mit den Mikrowellenmaschinen in die gewünschten Produkte zu verwandeln, dauert es durchschnittlich etwa 2 Stunden. Dabei werden die Materialien auf bis zu 600 Grad erhitzt. CarbonMeta befindet sich derzeit in Gesprächen mit Investoren aus North Carolina, um eine Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von 20 Tonnen pro Tag zu bauen. Das Unternehmen gab an, dass der Bau des Standorts 18 bis 24 Monate dauern wird, bevor er in Betrieb genommen wird. Das Unternehmen ist jedoch zuversichtlich, dass es in nur 9 Monaten auf eine Tonne pro Tag skalieren kann. Kunststoffabfall zu Wasserstoffbrennstoff wird dazu beitragen, den weltweiten Bedarf an Umweltverschmutzung und sauberer Energie zu decken. Das Upcycling von Bauabfällen und Kunststoffen, um dem Planeten bei der Überwindung der Umweltverschmutzungskrise und der Klimakrise zu helfen, gehört zu den wichtigsten Zielen des Unternehmens. CarbonMeta setzt Technologie ein, um den Übergang zu 2 primären nachhaltigen Energiequellen zu unterstützen, H2 für Transport und Hausheizung und Batterien für Elektrofahrzeuge. Die Technologie von CarbonMeta verwendet einen Eisen- und Aluminiumkatalysator, der von einem Team der Universität Oxford unter Peter Edwards entwickelt wurde. Es wird verwendet, um die Abscheidungsrate von Kohlenstoff und H2 aus Kohlenwasserstoffen wie Kunststoffen, landwirtschaftlichen Abfällen, Wachsen und Lebensmittelabfällen zu beschleunigen. Wenn die Kohlenwasserstoffe unter Verwendung von Mikrowellenstrahlung verarbeitet werden, absorbiert der Katalysator Strahlung und konzentriert diese Strahlung auf die Bindungen, die die Kohlenwasserstoffe zusammenhalten. Sobald die Bindungen instabil werden, ist das Ergebnis Kohlenwasserstoffabfall zu Wasserstoffbrennstoff, Graphit, Graphen und Kohlenstoffnanoröhren. Vielen Dank für das Folgen von Hydrogen Fuel News. Stellen Sie sicher, dass Sie auf Abonnieren klicken und auf den Link in der Beschreibung klicken, um unser kostenloses E-Book zu erhalten.